Flink wie ein Eichhörnchen geht es hinauf bis in schwindelerregende Höhe. Im englischen Ulster versammelten sich am Sonntag Baumsportler, um einen 25 Meter hohen Douglas-Tannenstamm hinaufzuklettern. Ein Wettkampf, aus dem Dan Whelan als Sieger hervorgegangen ist. Der Engländer benötigte 11,3 Sekunden für 25 Meter. Der Zweitplatzierte war nur 0,25 Sekunden langsamer. Whelan ist nicht nur Baumchirurg, sondern wurde 2016 auch Weltmeister im Baumstammklettern. Ich trainiere dafür nicht extra. Ich wende mich dem Stamm zu und lasse meinen Körper die Arbeit machen. Der weiß dann schon, was nötig ist. Mein Beruf hält mich relativ fit, weil ich ja ohnehin jeden Tag Bäume hinaufklettere. 25 Meter Tanne. Eigentlich sind die kahlen Stämme sogar noch 5 Meter länger, aber ein paar Meter müssen, aus Stabilitätsgründen, in der Erde stecken. Der Sport stammt gewissermaßen aus Nordamerika. Dort klettern Waldarbeiter riesenhafte Bäume hinauf, um störende Äste mit der Axt vom Stamm zu trennen.